Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Battle. Das heutige Team ist mal wieder ein bisschen was Spezielleres, denn das ist das erste Mal, dass ich jemals Erfolg mit einem Bizarro-Raum-Team hatte. Die Taktik gibt es ja schon seit mehreren Generationen, aber irgendwie gefühlt hat es nie wirklich funktioniert, denn man muss das ganze Team daran anpassen. Bizarro-Raum hält nicht lang genug, dass man wirklich sehr effektiv damit arbeiten kann, aber gefühlt in dieser Generation gibt es wesentlich mehr Optionen, dass man den Bizarro-Raum gut rausbekommt und vor allen Dingen auch mit extrem viel Power nutzen kann. Deswegen schauen wir uns mal an, was unser Squad heute so zu bieten hat. Ich habe drei Pokémon, die den Bizarro-Raum rausholen können. Das ist einmal Necrozma, Magearna und Mimikma. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Marco bedanken. Den haben wir ja schon in den ersten Wi-Fi-Battles von Alola gesehen, der mir dieses Magearna gegeben hat. Dann muss ich meins nicht umbauen für ein Bizarro-Raum-Team. Und Magearna ist auch das einzige Pokémon, das auch direkt von dem Bizarro-Raum profitiert, weil es einfach komplett offensiv ausgelegt ist und einfach extrem viel Schaden drücken kann. Und dadurch, dass es eben die großartige Fähigkeit Seelenherz hat, was die spezielle Offensive boostet, jedes Mal, wenn ein Pokémon untergegangen ist, kann es auch mal schnell zum Sweeper werden. Das Necrozma und das Mimikma sind eher so ein bisschen die Supporter und gerade das Mimikma hat, glaube ich, hier und da eine kleine Überraschung parat, denn ich spiele darauf beispielsweise den Fluch und bei Geister-Pokémon funktioniert der Fluch hier ein ganz kleines bisschen anders als auf anderen Typen. Wir machen uns damit erstmal 50% Schaden, was Mimikma gar nicht mal so viel ausmacht, dadurch, dass wir die Fähigkeit Kostümspuck haben. Das ist ein Angriff, können wir dann immer noch garantiert tanken und in den Runden danach wird der Gegner erstmal 25% Schaden kassieren, jede Runde. Und das ist wirklich sehr, sehr stark. Natürlich, wenn der Gegner rauswechselt, dann verliert er diesen Status wieder, aber so generieren wir wieder ein bisschen Momentum, was dem Team einfach sehr, sehr gut tut. Und man muss auch sagen, dass Mimikma eben durch die Fähigkeit Kostümschmuck einer der besten Bizarro-Raum-Supporter ist, den man aktuell spielen kann. Außerdem habe ich auch noch den Abgangsbund mit im Set. Ich glaube, viele Leute haben gar nicht auf dem Schirm, dass Mimikma das auch lernt. Und ich glaube, damit kann man den ein oder anderen Gegner vielleicht ein bisschen überraschen. Die Pokémon, die hier hauptsächlich von dem Bizarro-Raum profitieren sollen, sind Magearna, Maskito und Knogger. Alle drei sehr starke Damage-Dealer werden hier auch komplett offensiv gespielt mit dem Leben-Orb bzw. mit dem Kampfknochen als Damage-boostendes Item. Maskito und Magearna haben ja als Fähigkeit, dass sie ihre Offensive boosten jedes Mal, wenn sie ein Pokémon besiegen. Das heißt hier sehr, sehr gutes Potenzial für einen Sweep, sofern der Bizarro-Raum draußen bleibt. So, und jetzt kommen wir mal zu Relaxo, welches hier eine sehr spezielle Rolle einnimmt. Denn es gibt eine Itemänderung in Sonne und Mond, die sicher viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Und zwar haben die ganzen Geschmacksbären, also Magobeere, IP-Beere heißt es glaube ich, einen kleinen Boost bekommen. Und zwar heilen sie nicht mehr 12%, wie es vorher in der Generation war, sondern 50%, wenn sie gegessen werden. Einziger Nachteil, den sie gegenüber Citrobären beispielsweise haben, ist, dass sie erst bei 25% KP triggern. Das heißt, das ist schon ziemlich gefährlich, diese einzusetzen, aber Relaxo hat beispielsweise als versteckte Fähigkeit die Füllerei, das heißt schon bei 50% KP wird diese Beere getriggert und heilt uns quasi schon komplett. Und das Schöne an Relaxo ist, dass es zusätzlich dazu auch noch die Aufbereitung als Move lernt. Damit können wir die Beere, nachdem wir sie gegessen haben, nochmal rekreieren und haben dadurch sozusagen eine Genesung, die ein bisschen besser ist in einigen Fällen, ein bisschen schlechter in anderen, aber es ist cool, sowas auf Reserve zu haben. Außerdem profitiert Relaxo natürlich auch wieder vom Bizarro-Raum, weil es einfach ein super langsames Pokémon ist und so kriegt man bessere Gelegenheiten auf ein Setup zu gehen. Wir spielen übrigens den Fluch da drauf, hätte ich vielleicht erwähnen sollen, und das ist halt eben mit der Beere auch wieder sehr, sehr schön, weil wir können erstmal unsere physische Defensive boosten. Wenn der Gegner irgendwie ein Kampf-Pokémon draußen hat, dann macht das erstmal ein bisschen weniger Schaden und wenn es uns irgendwie auf 50% runterhaut, heilen wir uns mit der Beere wieder auf 100% und können dann im Bizarro-Raum super viel Damage drücken. Und ja, das ist einfach eine Taktik, die wundervoll funktioniert hat bisher in Tests kämpfen, aber auch der Gegner lässt sich heute nicht lumpen und hat mit ein Kapokime, Kaporiki, Kaguron, scheinbar ganz viele Kars im Team, aber auch Chabelle, Mamutl und Agrostella. Normalerweise würde ich hier an dieser Stelle wieder flamen, wie stark ein Chabelle ist, aber gegen unser Team ist es tatsächlich gar nicht mal so eine große Gefahr, eben weil wir Bizarro-Raum spielen, das heißt die krasse Initiative von Chabelle ist gar nicht mal so relevant. Außerdem haben wir Knogger, Magearna und Maskito, welche hier die Angriffe auch einigermaßen gut abfangen werden und dann im Gegenzug dazu sehr viel Schaden drücken werden. Also Chabelle potenziell eine Gefahr, wenn ich nicht aufpasse, aber wesentlich schwächer als gegen normale Teams. Allgemein muss man sagen, dass das Team des Gegners sehr schön ausbalanciert ist. Für alle großen Threats im Meta gibt es eine passende Antwort und der defensive Kern aus dem Kaguron und dem Agrostella ist natürlich sehr effektiv. Beide Pokémon können so ein bisschen die Schwächen des jeweils anderen tilgen. Elektroangriffe sind da ein bisschen gefährlich, aber dafür hat der Gegner ja auch noch seinen Mamutl da. Also, wie gesagt, ein sehr schön konstruiertes Team. Aber ich labere hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi-Battle zu sehen und genau das solltet ihr bekommen. Deswegen viel Spaß dabei!
So, das Match geht los und wir leaden an dieser Stelle erstmal mit unserem Necrozma, denn der Gegner hat in seinem Team nichts, was uns hier ansatzweise one-hitten könnte, noch hat er die Option, uns aufzuhalten, wenn wir auf den Bizarro-Raum gehen wollen, Toxin, alles ist möglich, Tarnstein werden ebenfalls sehr, sehr praktisch auf dieser Seite. Natürlich, er kann hier den ein oder anderen Verhöhner in seinem Team haben, aber wir tragen das Mentalkraut, das heißt, einen Status-Move werden wir garantiert rausbekommen. Ich habe mich am Ende des Tages für den Bizarro-Raum entschieden. Ich weiß ja, dass Kapokima auf jeden Fall schneller sein wird als ich, und wenn ich den Bizarro-Raum erstmal rausbekomme, werde ich in der nachfolgenden Runde auf jeden Fall ein bisschen Priorität haben und kann dann die Tarnsteine rausbekommen. Insofern eine definitive Win-Win-Situation. Ärgerlicherweise kann ich hier das Kapokime leider nicht toxinisieren, denn solange das Wasserfeld draußen ist, das Wasserterrain hat sich ja auch einen total tollen Namen, Nebelfeld, keine Ahnung. Im Englischen heißt es ja Misty Terrain, aber ihr wisst ja, worauf ich hier hinaus will. Der Gegner entscheidet sich in der nachfolgenden Runde in die Offensive zu gehen, macht auch angenehm Schaden mit der Mondgewalt, aber wir sollten hier trotzdem einigermaßen standhalten können, dadurch, dass wir ein komplett bulkiges Necrozma spielen. Trotzdem möchte ich mir dieses aufsparen. Ich könnte jetzt hier nur mit der Psychokinese ein bisschen Schaden machen, aber ich bin mir fast sicher, dass der Gegner hier entweder auf das Auflockern geht oder weiter ein bisschen speziell angreift, und letzteres kann ich beispielsweise ziemlich gut mit Magearna abfangen und von dort aus ziemlich viel Druck aufbauen, denn der Bizarro-Raum ist draußen und mit Magearna kann ich dann alles im generischen Team outspeeden, außer wahrscheinlich die ganz langsamen Pokémon wie Kagurun oder Argostella, und eins der beiden Pokémon habe ich auch als Switchen erwartet, würde sich einfach sehr, sehr gut anbieten, und deswegen bin ich direkt auf den Voltwechsel gegangen, der tatsächlich ein ganz kleines bisschen weniger Schaden macht als erwartet. Das lässt ein bisschen darauf schließen, dass dieses Kagurun komplett spezialdefensiv investiert ist, wird ja sehr, sehr gerne gespielt, einfach nur um bessere Optionen zu haben gegen die ganze spezielle Gewalt der Ultra-Bestien beziehungsweise auch der Karpus, aber solange der Bizarro-Raum draußen ist, habe ich hier immer noch sehr, sehr gute Optionen, das passende Pokémon zu wählen und hier reinzuwechseln, beispielsweise mein Knogger Alola-Form mit den Kampfknochen, der Schaden wird einfach unendlich hoch sein, aber leider kann der Gegner die allerletzte Runde von dem Bizarro-Raum wegstolen mit dem Schutzschild. Immerhin haben wir jetzt die Information, dass Schutzschild auf dem Kagurun gespielt wird, aber leider ein bisschen weniger aus dem Bizarro-Raum rausgeholt als geplant, dennoch glaube ich, dass wir hier noch ein bisschen Momentum mitnehmen konnten. Denn der einzig gute Switch-In, den der Gegner hier unser Alola-Knogger hat, ist theoretisch sein Kapokime, und das habe ich an dieser Stelle zum Glück erfolgreich predicted und wechsle deswegen direkt selber raus, und zwar diesmal in mein Mimikma. Wir haben ja schon auf den Kapokime den Verhöhner gesehen, das heißt, würde ich Necrozma reinholen, Kapokime ist schneller, würde mich verhöhnern, ich habe kein Mentalkraut mehr, das heißt, damit würde ich dann so gut wie nichts mehr machen können, aber das Mimikma spiele ich hier tatsächlich mit Init-Investment, so dass ich schneller sein werde. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob es sich lohnt, hier auf den Bizarro-Raum zu gehen, aber ich muss irgendwie dieses Kapokime loswerden. Momentan ist das eins der größeren Probleme, weil es einfach so ein guter Switch-In in viele meiner offensiven Pokémon ist, und wenn das einmal weg ist, ist auf jeden Fall ein großer defensiver Kern im generischen Mauerwerk ein bisschen gebrochen, deswegen hier die Prioritäten ein bisschen umsortiert. Der Gegner ist zum Glück auch auf den Verhöhner gegangen, wir sind aber auf den Fluch gegangen, das heißt, wir kriegen erstmal schön Schaden auf den Gegner drauf und wissen, dass der, wenn er drin bleibt, wahrscheinlich das Kapokime dadurch verliert, weil der Schaden von Fluch ist natürlich gar nicht mal so zu unterschätzen. Oder er wechselt eben raus, was er an dieser Stelle wahrscheinlich viel lieber gemacht hätte, und zwar in sein Argostella. Perfekt, denn ich bin direkt in Magearna rausgewechselt, kann hier wieder ein bisschen Momentum generieren, was ich aber direkt in der nachfolgenden Runde verliere, denn ich habe irgendwie komplett ausgeblendet, dass der Gegner einen Mamudel hat, einen Bodentypus. Das heißt, Voltwechsel war wahrscheinlich nicht das Cleverste, was ich hier hätte machen können. Ich glaube, mit anderen Attacken, zum Beispiel einen Spukball, das wäre wesentlich safer gewesen, denn der Gegner hat da keine gute Resistenz. Das heißt, ich würde auf jeden Fall garantierten Schaden anrichten, und für den Fall, dass dieses Mamutl den Fokus-Gurt trägt, was ja momentan auch sehr, sehr beliebt ist, wäre das ein riesiger Vorteil gewesen. Glücklicherweise wird das generische Mamutl nicht allzu viel gegen unser Maskito unternehmen können. Unglücklicherweise hat der Gegner das Beste aus seiner Runde rausgeholt und ist direkt auf die Tarnsteine gegangen, was mich tatsächlich ein ganz kleines bisschen stört, denn ich spiele sowas wie Alola-Knogger. Da erstmal 25% Schaden zu kassieren, ist nicht immer so angenehm. Ich bin aber hier an dieser Stelle sehr fasziniert, wie viel Schaden dieser Hammerarm gemacht hat. Wird ja resistiert, aber die offensive Gewalt von Maskito ist einfach gigantisch hoch. Leider kann ich gegen das Kapokime nicht drin bleiben, denn hier würde eine Feenattacke
Stärke höchstwahrscheinlich schon ausreichen, um uns rauszunehmen, denn die spezielle Verteidigung ist leider richtig, richtig bad und wenn das Kapokime ansatzweise offensiv ausgelegt ist, wird die Mondgewalt auf jeden Fall ausreichen, um Mosquito rauszunehmen. Trotzdem habe ich hier noch eine ziemlich gute Option, denn ich habe hier noch mein Mimigma und eine Attacke, die man super selten auf dem Mimigma sieht, ist der Abgangsbund und ich hoffe einfach mal, dass der Gegner nicht damit rechnet, denn Kapokime hier rauszunehmen ist wirklich ein gigantischer Vorteil, den ich hier zum Greifen nah habe. Ich muss einfach hoffen, dass er mich in der nachfolgenden Runde angreift und nicht zum Beispiel auf den Verhöhner geht, was sich eigentlich für den Gegner nicht wirklich auszahlen sollte. Er weiß ja, dass wir schneller sein werden. Das heißt, wenn wir den Bezauberraum rauskriegen wollen, kriegen wir den auch vorher raus. Deswegen, eine Mondgewalt bietet sich viel besser an, weil er so den sicheren Kill bekommt und zum Glück macht er genau das, hat nicht mit dem Abgangsbund gerechnet und wir verlieren zwar unser Mimigma, aber es hat extrem viel zu diesem Kampf beigetragen. Wir haben sehr viel davon gesehen und das Kapokime rauszunehmen, ich kann es nicht oft genug betonen, ist hier extrem wertvoll. Da in derselben Runde sowohl das gegnerische Pokémon als auch meins gefallen sind, haben wir hier einen blinden Switchen sozusagen. Ich habe mich am Ende des Tages für Necrozma entschieden, denn so habe ich potenziell noch die Möglichkeit, hier einmal den Bizarro-Raum rauszuholen, dann entweder mit meinem Knorgo oder mit meinem Mosquito. Ich habe so viele Optionen, guten Schaden anzurichten. Das muss man auf jeden Fall nutzen. Zum Glück kann ich hier nochmal die Käferattacke von dem Chabelle tanken. Hätte ich fast nicht erwartet, aber ich spiele es halt komplett physisch, defensiv. Insofern hat sich das definitiv gelohnt und wir haben auch noch die Prisma-Rüstung, was sehr effektive Angriffe ein bisschen schwächt und ja, Bizarro-Raum ist draußen. Leider hat der Gegner richtig reagiert und hat sein Mamoodle reingewechselt, das natürlich die Priorität hat und von dem Bizarro-Raum deswegen relativ unbeeindruckt ist. Kriegt das Necrozma raus, ist aber vollkommen okay. In diesem Kampf hätte es wahrscheinlich nicht mehr allzu viel gemacht. Ich kann Tarnsteine nicht entfernen, insofern, wenn ich Necrozma nochmal reingewechselt hätte, wäre es so oder so gefallen. Jedoch kann ich immer noch drei Züge des Bizarro-Raums nutzen und langsam aber sicher fehlen dem Gegner die Antworten auf das Mosquito. Ich glaube, der Gegner hat mit seinen Mamuteln tatsächlich den Fokus geholt. Das raubt mir wertvolle Bizarro-Raum-Zeit leider, aber wenn ich das Mammut endlich mal rausbekommen habe, werde ich auf jeden Fall die ein oder andere Gelegenheit haben, mit meinem Magearna, dem letzten Pokémon, das hier den Bizarro-Raum beherrscht, diesen auch rausholen. Wir werden gleich sehen, dass der Schaden ohne damage-boosterndes Item von einem Mamutel ziemlich gut vom Mosquito weggetankt wird. Die physische Verteidigung ist ja wirklich ausgezeichnet an dieser Stelle und wir spielen es ja mit kompletten KP-Investment. Insofern, Eiszapfhagel nicht die allergrößte Gefahr und auch der Eissplitter in der folgenden Runde sollte hier nicht allzu viel Schaden machen. Das einzige kleine Problem, das ich sehe, ist, dass ich immer wieder ein bisschen Recoil-Damage von dem Nebenort bekomme. Das heißt, ein Mosquito-Sweep wird hier auf keinen Fall funktionieren, aber das muss es natürlich auch nicht, denn wir haben immer noch Magearna in der Hinterhand, das Alola-Knogger und vor allen Dingen das Relaxo, das hier immer noch eine sehr, sehr gute Win-Condition darstellt, sofern ich irgendwie das Chabelle besiegt bekomme. Zwei Runden an Bizarro-Raum-Zügen haben wir noch. Ich habe eigentlich erwartet, dass der Gegner hier in sein Kagurón rauswechselt, um mit dem Schutzschild so ein bisschen zu stallen, aber er geht hier tatsächlich in sein Kapuriki raus. Ebenfalls ein relativ wichtiges Pokémon auf der generischen Seite und das werde ich hier einfach super safe one-hitten können. Mit einem Erdbeben, der Gegner macht das aber extrem clever an dieser Stelle und wechselt direkt in sein Kagurón raus, um einfach diese freien Züge generieren zu können, weil er wusste, entweder gehe ich auf eine Giftattacke oder auf eine Bodenattacke. Alles andere würde gegen Kapuriki wahrscheinlich nicht ausreichen. Und ja, wenn sich ein Kill schon anbietet, dann nehme ich den auch. Aber ja, wie gesagt, mein Respekt an den Gegner, der das hier wirklich sehr, sehr gut umspielt hat. Und ohne den Bizarro-Raum werde ich hier auch ein bisschen in Gefahr sein. Aber dadurch, dass wir ja quasi inoffiziell schon die Bestätigung bekommen haben, dass es eher ein defensives Kagurón-Set sein wird, glaube ich nicht, dass Alola-Knogger hier groß was zu befürchten hat. Kagurón hingegen wird hier, glaube ich, einen Flammenblitz auf keinen Fall tanken können. Eben weil ich davon ausgehe, dass es speziell defensiv ist. Und ich meine, Flammenblitz plus der plus noch den Kampfknochen dazu. Der Schaden lässt sich definitiv sehen und ich habe, glaube ich, schon mal angemerkt, dass der Gegner hier nicht wirklich was gut reinwechseln kann. Natürlich, Toxapex ist höchstwahrscheinlich komplett physisch defensiv, aber nachdem es hier wirklich sehr schön Schaden von dem Flammenblitz gefressen hat, sollte ein Knochenrang auf jeden Fall auch ausreichen, um es zu finishen. Natürlich vorausgesetzt, wir treffen damit. Das Einzige, worauf ich momentan sehr stark achten muss, ist das gegnerische Chabelle, denn das kann potenziell im Late Game zu einem effektiven Sweeper werden. Ich habe nicht so die besten Resistenzen in meinem Team. Mosquito ist ja virtuell schon besiegt. Relaxo wird definitiv keinen Turmkick tanken, sofern dieser nicht daneben geht. Ich muss wirklich zusehen, dass ich mit Magearna irgendwie nochmal den Bizarro-Raum raushole, denn dann wird auch das Chabelle kein großes Problem mehr sein. Und vor allen Dingen habe ich ja immer noch die Chance, mit dem Relaxo irgendwo die Gelegenheit zu finden, ein Setup zu fahren, wenn ich den ein oder anderen Fluch nutze, dann wird auch hier der Turmkick nicht unbedingt ein One-Hit sein und Chabelle tankt ja zum Glück gar nicht. Zusätzlich dazu habe ich ja noch die Magobeere auf meinen Relaxer, das heißt da eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Late-Game nochmal für mich zu entscheiden.
An dieser Stelle muss der Gegner alle Register ziehen, um das Knogger ansatzweise loszuwerden. Momentan die beste Antwort, die ich gegen das Chabelle habe. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Chabelle ist für den Gegner eine sehr, sehr wichtige Win-Condition. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass er hier Pokémon nach Pokémon opfert, um das Knogger so ein bisschen im Griff zu halten. Hier war ich sehr überrascht, dass der Gegner ein physisch offensives Caporee gespielt mit dem Sturzflug. Ansonsten hätte es, glaube ich, offensiv nicht so viel gegen Knogger ausgerichtet. Und ich glaube, dann hätten wir auch das Potenzial gehabt, mit Knogger direkt das Match an uns zu reißen. Aber so verlieren wir es leider. Und wie gesagt, Priorität Nummer 1 ist es momentan, den Bizarro-Raum rauszuholen. Denn dann habe ich noch eine realistische Chance, das Chabelle irgendwie klein zu bekommen. Wie gesagt, Relaxo wird hier gleich das Pokémon der Stunde sein. Dadurch, dass ich nur einen Angriff mit dem Magierna raushauen kann. Ich trage ja den Lehmob und ich bin bei unter 10% meiner KP. Insofern muss ich jetzt clever wählen und ich entscheide mich für den Voltwechsel. Denn entweder wechselt der Gegner raus, weil er gesehen hat, oh, ohne Chabelle kann ich dieses Match auf keinen Fall gewinnen. Oder er bleibt drin und opfert es und dann ist es ein safer Sieg. Aber der Gegner macht's richtig, geht in sein Kaguron, kann den Voltwechsel einigermaßen gut wegstecken. Aber das Ganze läuft weiterhin nach Plan. Ich weiß, dass hier Magierna untergehen wird. Ich kann mein Relaxo reinholen. Ich habe 3 Züge an Bizarro-Raum. Das heißt, ich bin mir fast sicher, dass der Gegner es nicht wagen wird, sein Chabelle hier reinzuwechseln, weil ich dann eben noch schneller sein werde. Und eine Fassade bzw. der Gegner weiß noch gar nichts von meinem Relaxo-Set. Ich könnte auch Body Slam spielen oder andere Attacken. Werden auf jeden Fall ausreichen, um Chabelle zu besiegen. Deswegen, ich bin sicher, der Gegner wird drin bleiben. Perfekte Gelegenheit hier erstmal ein paar Flüche zu spammen. Wir brauchen mindestens plus 2 physische Verteidigung, um einen Turmkick zu überleben. Und wir haben zum Glück schon den Flammenwurf auf den Kaguron gesehen. Das heißt, höchstwahrscheinlich spielt er hier kein Toxin, was mich ansonsten auch ein bisschen genervt hätte. Obwohl unsere Magobäre uns dort sicher auch sehr stark geholfen hätte. Die triggert ja bei 50% Health, beziehungsweise wenn wir unter 50% fallen und heilt uns dann wieder um 50%. Wir haben noch die Aufbereitung im Movepool. Das heißt, da hätten wir auf jeden Fall ein bisschen rumtricksen können. Und wir haben hier, glaube ich, mittlerweile den zweiten Fluch draußen. Das heißt, wir sind momentan eigentlich ziemlich safe dabei. Wir werden mit dem Knirscher hier guten Schaden gegen das Kaguron machen können. Aber solange der Bizarro-Raum draußen ist und die Gefahr, dass der Gegner in sein Chabelle rauswechselt, gleich null ist, will ich weiter die Flüche rausholen, weil vielleicht schätze ich den Schaden falsch ein oder ich habe falsch nachgekalkt. Eigentlich müsste es bei plus 2 schon ausreichen. Plus 3 ist natürlich besser. Plus 4 ist absolut safe und das ist auch das kleine Ziel, das ich hier verfolge, denn wir sehen schon, dass das Kaguron absolut keine Chance hat, gegen das Relaxo anzukommen. Lustigerweise geht der Gegner die ganze Zeit auf den Ramboss, auch wenn der Flammenwurf ein bisschen mehr Schaden machen müsste, aber ich glaube, der Gegner geht davon aus, dass wir hier immer noch die Speckschicht als Fähigkeit haben und nicht die Füllerei, weil es eben eine neue Technologie ist. Er hat ja auch die Magobeere nicht gesehen. Vielleicht können wir ihn da so ein bisschen überraschen, weil das Item hat man einfach in den vorherigen Generationen gar nicht wahrgenommen und wenn er gleich sieht, oh, plötzlich ist das Relaxo wieder bei 100% KP, wie ist das denn passiert? Und ja, so wird das neue Relaxo gespielt. Mit Aufbereitung kann man das dann noch weiter wiederholen und hier bringt der Gegner uns endlich unter 50% KP und wir essen unsere Beere, womit wir uns dann wieder fast komplett hochheilen. Die nächsten Runden sind leider ein bisschen stallig verlaufen, deswegen mache ich hier mal einen harten Cut. Der Gegner hat dann irgendwann angefangen mit dem Schutzschild ein paar Runden wegzustallen, konnte sich mit den Egelsamen und mit den Überresten ganz gut gegenheilen, aber das hat ihm auf Dauer natürlich gar nichts mehr gebracht. Ich konnte sogar ein paar extra Flüche raushauen. Das Einzige, was hier im Grunde dem Sieg im Weg steht, ist ein Crit mit dem Turmkick, denn Crits gehen durch die ganzen Boosts, die wir uns hier schön aufgebaut haben, durch und das werde ich dann definitiv nicht tanken können. Kaguron geht endlich unter, das hat einfach viel zu lange gedauert und gleich kommt es zum Showdown zwischen Relaxo und dem Pokémon, das schon hätte längst gebannt werden sollen, und zwar Chabelle. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, denn nur mit einem Crit kann der Gegner uns hier an dieser Stelle besiegen und die Chance, den Turmkick nicht zu treffen, ist theoretisch höher als hier ein Crit anzurichten und Relaxo kommt hier einfach durch. Mit der Fassade können wir das Chabelle pulverisieren und einen unfassbar befriedigenden Sieg abschrauben. Ich finde es einfach schön, dass viele Taktiken hier sehr gut aufgegangen sind. Der Gegner hat aber sehr gut reagiert auf unsere Spielweise, also auch von mir hier allergrößter Respekt. Ich bin nach wie vor super fasziniert, wie viele neue Technologien quasi entdeckt werden für die neue Generation. Also gerade sowas wie Magobeere hat man vorher einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und gerade auf Relaxo ist es einfach sehr, sehr wertvoll, weil man einmal die Füllerei hat, um das besser aktivieren zu können. Und man hat auch noch die Aufbereitung, um sozusagen eine virtuelle, bessere Genesung zu haben mit im Movepool. Das heißt, vielleicht wird das ja das neue Standard-Moveset für Relaxo sein. Wir werden sehen, wie sich das Meta entwickelt. Aber wir haben auch von den anderen Pokémon ziemlich schöne Moves gesehen, wie zum Beispiel das Mimikma.
Thema, das mit diesem Set einfach sehr gut funktioniert hat. Nick Crossman natürlich ein unglaublich guter Supporter und im Grunde hat sich jedes Pokémon so ein bisschen gefeatured, auch beim Gegner. Deswegen freue ich mich, dass dieser Kampf so gut gelaufen ist. Wie immer an dieser Stelle möchte ich gerne auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr nochmal die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt, zusammen mit dem Showdown im Portable, mein Freundeskutsche ja drin, Twitter-Link und. Deswegen ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.